What is it about your hobby that keeps you coming all the way out here? Is it the freedom? Wandering in search of that perfect spot? You've made your own path through these hills. Tasted the fresh water of our lakes, our rivers. You've been on the water with friends at sunrise and helped the locals long past sunset. But you just keep coming back. At this spot, you got a pretty good idea what's lurking beneath the surface. But there's only one way to find out. Whether it's the one you write home about or the one that gets away, that feeling is what gets you hooked. That whether it's your first time or your 100th time, you never know what you're gonna catch until it's caught. Call of the Wild, the Angler. Und dazu, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht zu einer neuen Folge von Call of the Wild. Meine Güte. Ja, was so alles für Umme gibt bei Epic Store. ich habe noch nie ein Anglerspiel gespielt. Ich habe noch nie. Doch, ich habe mal geangelt. Als Kind im Urlaub in Spanien. Ich bin ein bisschen über Dings. So, press any key. Na gut, Enter ist schon mal einer der Any Keys. Was? Connect? Account? Nein, ich will keinen Account. If you change your mind, you can create an app. Okay, nein, vergiss es. Kann man das eigentlich auf Schirmen stellen? Credits? Nein, Multiplayer. Boah, das ist ja richtig Spannung, hey. Audio und Language. Language. Ach, hey, guck mal an. French. German. Oh, Spanish. Spanish. German, machen wir mal deutsche Untertitel. Das hilft. Video. Ja, ich möchte speichern. Ah! Ja, okay, aber das ist wurscht. Ja. Ich wollte eigentlich Full HD machen, aber. Ich habe schon auf Ultra gestellt. Oh, 16-fach. Mal gucken, wenn der Olle 1070 das hinbekommt. Dann würde ich mal sagen, yo, wir lassen es mal so. Ah ja, guck hier, spielen. Spielen, ah. Dann spielen wir mal. Achso, kann ich jetzt hier wählen? Ne, das ist noch nicht. Das muss natürlich erst freischalten. Das ist das gleiche wie in jedem Spiel. Leute. Golden Ridge Reserve. Die Golden Ridge Reserve. Ich habe da gestern mal kurz reingeguckt. Das sah anfangs aus. Aber Charakter kommt jetzt erst, ne? Golden Ridge Reservoir. Golden Ridge Reserve ist ein wunderschöner Nationalpark mit vielen verschiedenen Bereichen. Die ist zu Gunnigal. Von den weiten blauen Golden Ridge Reservoir. Was? Von den weiten blauen Golden Ridge Reservoir? 10, wahrscheinlich, ja, ist ein wunderschöner Nationalpark mit vielen verschiedenen Bereichen, die es zu erkunden gibt. Von den weiten blauen Seebecken des Emerald Lake Plateau über die rostfarbenen Hügel des Ruby River Range bis hin zu den wunderschönen Blumenfeldern des Silver Strand Meadows ist für jeden was dabei. Okay, ja, 21 Fischarten. Legendäre Fische? Who knows? Ich habe immer nicht... Aber. Wo ist denn die Charakterauswahl? Nee, warte. Oh, das ist halt wurscht. Moment, warte. Ja, ich bin sicher. Sonst wäre ich noch nicht draufgegangen. Ich kann. Kann ich gar nicht mehr so ein neues Spiel anfangen mit irgendwie einem neuen Dingens? Spielen? Freunde online 0. Okay. Ich meine, ich habe einfach abgebrochen. Ich habe nicht bestätigt letztes Mal. Gut. Also, keine Ahnung, kommt das erste Tutorial? Das sind keine 60 Frames, oder? Naja, es geht, ne?
WASD? Ja. Mia Taylor from Taylor's Tackles here, and I hear you're in need of a little fishing refresher. Well, let me tell you, you've come to the right place. Although another right place to go would be Taylor's Tackles, right down at the Central Outpost. Can't miss it. Willkommen! Ausrufezeichen! Willkommen im Goldschmidt Reservat. Um dir den Einstieg zu erleichtern, erhältst du eine Kurzerklärung und Anweisungen. In diesen Anweisungen geht es um die Steuerung und darum, wie du deinen ersten Fisch fängst. Jau! Sobald das Tutorial beendet hast, automatisch online. Was? Ich will mich aber nicht mit dem Multiplayer. Ich will offline spielen. Ich hoffe, das geht. Now, first things first, let's get you in position. Was denkst du, wie ich gerade hierher gekommen bin? Was bewege dich zum Steg? Kann ich Shift rennen? Tatsache! Mausrad, Waffe wechseln? Nein, okay. Dann mehr Steuerung. Ich hole jetzt mal meine Route raus, ne? So, let's start off with a simple cast. Keep those shoulders and hips square for me. Okay, also gedrückt halten und bewege Maus da vorne hinten. Okay, also so. Und dann. Cool. Und dann kann ich hier einholen. Und mit Shift natürlich, um schneller einzuholen. Okay. Kann ich den auch so ziehen? Ich sehe mal. Ach, da ist der Schwimmer. Now we're fishing for real. I'd like to see a nice clean cast. Strike as soon as she bites and reel her in when she's tired. Okay, bekomme einen Fisch an den Haken. Ich sehe gar nichts. Das ist furchtbar klein. Ja, ich weiß gar nicht, was ich so fange. Ich meine, bei manchen muss ich es einfach nur so legen. Oder ich habe keine Ahnung. Aber bei manchen Fischen muss ich einfach nur hängen lassen, ne? Baumeln lassen sozusagen. Und bei anderen muss ich ein bisschen Bewegung reinbringen. Hat da gerade jemand. Warte mal, F, Fokus. Ah. Da kommt was. Jetzt. Diese weißen, oder? Sollten diese weißen Punkte für den Fisch sein? Nee. Blickt das nicht. Ja. Komm. Beißi. Hat er jetzt? Nö, nicht. Sobald Schlag angezeigt wird, muss ich rechte Maus drücken. Okay, na gut. Dann zurück. Oh, vor. Ach, das wäre der Maus eigentlich ganz cool gemacht. Moment, F. Kann ich da auch. Nee, kann ich gar nicht. Bewege sie ein bisschen. Da kommt ein Fisch an. Ich sehe es da oben links. Knabber. Knabbert er? Beißt er auch? Hat er jetzt angeschlagen? Nee, es hat eine komische Kling gemacht. So, jetzt ist er drunter. Das ist ein winzig kleiner Fisch, aber was soll's. Habe ich ihn jetzt? Nee, habe ich nicht. Der beißt doch gar nicht. Komm. Pack zu. Kommt ein anderer. Okay, der ist auch gut. Dann geh du halt. So. Aber. Schnurfangbügel aufklappen. Was macht das? Weiß ich nicht. Ah, jetzt. Okay. Hat er. Hat er gar nichts gut gemacht. Das ist ein Wurm. Ich muss ein bisschen bewegen lassen, schätze ich mal. Also dieses Wellenschlagen ist wohl das Knabbern. Ne? Also dann ist schon DEFCON 1 sozusagen. Ja, er ist dran, er überlegt sich's noch. Ja. Ja. Aber. Hä?
Aber ist der ist jetzt da nicht dran, oder? Nee, der ist nicht dran. Hä? Was? Hab ich da irgendwas? Achso, das da unten mit XY ist, glaube ich, der Widerstand von der Rolle, ne? Dann kann ich. Aber ich kann doch auch. Mit der rechten Maustaste dann. Nachlassen, oder? Ich funktioniere. Boah, ach, das ist Anschlagen! Ah, okay. Also, sobald er gebissen hat, mache ich rechte Maustaste, damit der Haken sich praktisch fester ins Fleisch bohrt. Und dann haben wir ihn eigentlich. Ja. Jetzt müssen wir gebissen. Und. Leine durchtrennen, halten. Ne, ich will sie nicht halten. Ich will. Okay. Ich sehe. Habe ich ihn? Yo! Hey, und das bin ich. Ja, das ist tatsächlich, wie ich den Charakter-Editor verlassen habe, aber ich wollte das irgendwie noch. Okay, was? Wow. 90 Gramm. Mhm. 12,8 Zentimeter. Punktzahl 1, neuer bester Rang. Ja, komm, dich lass mal frei. Oh, warte, komm, Trophäenfoto. Ja, mein erstes Trophäenfoto. ich möchte Fisch freilassen. Bringt die EP. Oh ja, okay. Okay. Congratulations! She's a beauty. Nein. Fish here aren't yours to keep, so even if you love her, you gotta let her go. Okay, packen wir unsere Route wieder ein. Ja, okay, ich kann aber erstmal hier ein bisschen gucken. Was ist hier so? Kann ich hier irgendwas looten? Wir sehen diesen Teich. Und diese Dinger sind normalerweise für dickere Schiffe gedacht, dass wenn die im Hafen liegen, sich nicht gegenseitig so anschrabbeln die ganze Zeit. Ist hier nicht so notwendig hier, ne? Das ist eher so Hochsee. Naja. Aber was weiß ich schon? Bait! Schweinchen Bait! Kann ich hier nicht rein? Hallo? 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 Machen Sie auf! Ich bin von der Wohlfahrt! Ich verkaufe Kekse. Nein, das war was anderes. Och. Aussichtsturm, oje. Ich habe so komische. Wie heißen diese? So diese Far Cry-Spiele. Oh, ich hasse sie so. Da geht eine Map auf mit 30 vor 1000 Sachen, die man machen möchte oder machen könnte. Ja, Sinn. Bei Aussichtsturm denke ich gerade. Und dann kann ich gucken, dann habe ich dann 50.000 Missionen, die ich immer machen könnte, wo ich überhaupt eigentlich gar keinen Bock habe. Und die alle sich irgendwie ähnlich sind. This right here is my pride and joy. The Central Reserve Outpost. This ain't just any outpost. You'll find all the bells and whistles here, like Taylor's Tackles, a brand new shop run by my friend Sophia. Other than that, you'll be able to find notice boards, storage lockers, a boathouse and a garage for easy access to transportation, plus a flagpole for yourself. Oh, mein eigener Flaggenmast. Wow. Ich will nicht irgendwie Klischees auspacken, aber es ist doch gerade sehr unwahrscheinlich. Warum bin ich ja nicht mit meinem Pickup von da hinten bis hier runtergefahren? Wie laufen? Obwohl, das ist sehr gut hier. Das sind ja eher hier die Naturamerikaner, ne? Das ist nicht so Flyover States mäßig. Wo man ehrlich sagen muss, dass es auch gar keine Infrastruktur gibt für Fußgänger. Das ist alles fürs Auto ausgelegt. Und dann gehe ich in meinen Drive-In Liquor Store, um mir dann Alkohol zu kaufen. War das schon mal in den USA? Also ich war zur. Die Hochzeitsreise war das. es ist ein echt geiles Land. Also die haben halt echt Natur und alles. Auch die Leute, muss ich sagen. Klar, gibt wie bei uns Idioten und keine Idioten, aber
Die Masse der Leute sind sehr höflich. Vielleicht etwas konservativ, das mag sein. Aber es ist ein irres Land. Die Politik, vor allem die Militärpolitik, die Auslandspolitik ist absolut scheiße. Aber der Rest... Schon cool. So auswandern, so könnte man sich schon vorstellen. So. Was? Was? Ein Fisch in mein Gesicht? Nein. Fish to the face. Taylor's Tackles. Ich habe gerade so Monkey Island Sonnencreme-Karte. Hm? Ein Zeug. Baboom! Lures, okay. Es ist Dynamitfischen oder was? The Blessed Little Baby? Beanie Benny Burbot. Little Baby Beanie Benny Burbot, okay. Also ein Burbot ist wahrscheinlich ein Fisch. Beanie ist die Mütze. Und okay. Aber die Ente ist cool auf dem Skateboard. Ah, die ist cool. Okay, was haben wir hier noch für ein Zeug? If it ain't right. Irgendwas anderes. Guten Tag. Pada Pescara, España. Der. Requit Nizio, enlist today. Wyoming? Ja, schätze mal. Wyoming for fishing. Ah, hier nochmal. Was hier? Nochmal, du Blessed Little Baby, blablabla. Cat. Ah ja, natürlich. A few years ago, I was working in a business a million times the size of Taylor's Tackles. This one's tailor-made for me, though. Das ist auch typisch amerikanisch. Manche drückt hier so ein Gespräch rein, wo du denkst so, haben wir jetzt hier eine Conversation? Now, you won't get far if you don't put your bait on your rod, so give it a go. So, Belohnung 20L-Ritze. Kuh, mal schnell Menüs öffnen. Welch? Blutwurm. Greenhorn. Ach, das ist meine Rupen. Das ist meine Route. Was ist das? Könnt ihr mit Tooltips machen? Taschenlampe? Wählen. Imaginärer Wurm. Achso, das sind meine Fähigkeiten. Danke. Ich muss L-Ritzenköder ausrüsten, Leute. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich nehme meine Route. Und dann kann ich hier... Aber ich habe den Blutwurm nur. Hä? Wie mache ich das? Rucksackerweiterung? Greenhorn. Ich muss hier wohl in die Hand nehmen, sie auszurüsten, oder? Hallo. Gucken Sie. Sie werden müde. Sie werden... Ihre Augen werden schwer. Können sich sie alle die Last des Tages fällt von ihren Schultern. Sag mal. Clay is a nice guy, an inherently good guy even, but he thinks he can do all of this on his own, and that just isn't true. This park is just the best kept secret, but who is that helping? Halt die Pappen und sagt mir, wie ich diese blöde Dinge ausrüste. Handbuch. Ja, oh ja, wow, mein Bergfällchen mit 90 Gramm. Nein, Rucksack. Rucksackerweiterung, nein, was haben wir hier? Da. Ah, hier, okay, gut. Spitz. Wo sind die? Wir haben noch hier, da, hier L-Ritze. Info. Kein. Rechte Maustaste. Doppelklick. Wie soll ich das machen? Hilfe! Ich kann doch... Wie mache ich denn das? Routen? Ah! Ah, okay, warte mal. Gegenstand abnehmen. Also mal den Blutwurm mal ab. Und dann machen wir die Ritze ran. Stolz die Bolle. Fang noch einen Fisch. Okay, gut. Was darf ich jetzt im Steg zurücklatschen? Kann ich nicht fahren? Nein. Wo ist mein Pickup? Und ich meine nicht den Schokoriegel.
What do you need to wait for? Ja, ich gehe wieder vom Rasen runter. Ist gut, ist alles gut. Das ist etwas, was. Also. Wie gesagt, ich. Sehr. Teilweise sehr konservativ. Es könnte sein, dass man ziemlich angepisst wird, wenn man irgendwie jetzt halt quer über die Wiese läuft. Könnte sein, weiß ich nicht. So eine Karen wird es da immer überall geben. Ich glaube, Karen gibt es da noch viel schlimmer als bei uns in Deutschland. Bauteier. Also. Hier ein Telefon. Gut, dann kann ich hier natürlich ein Boot rufen. Okay. Also. Ich höre es ja schon richtig, wie es hier hüpft und springt sozusagen. Also. Ich weiß nicht, so Fische haben es doch gerne so in der Nähe. Die haben so ein bisschen Schutz, also so um so Stäbe drumherum, oder? Jetzt werfen wir mal so in die Richtung da hinten. Also linke Maustaste. Zu langsam geworfen. Hat er jetzt anders geworfen? Ich wollte eigentlich gerade linke Maus das halten und nochmal so. Na gut. Ah, und jetzt kann ich hier. Ja. Kann ich einfach ziehen, oder? Das ist doch kein Problem. Naja, ich kann einfach ziehen. Er ist schon größer geworden. Brunze. Schwarzfleckensonnenbarsch Brunze. Gut. Okay, neuer Besser. Ja. Wenn man ganz unten anfängt, dann ist das. Ja. Hör auf mich hier so pädagogisch. Ja, das hast du toll gemacht. Guck dir mal den Fisch an. Wunderprächtig. Lass ihn frei. Was ist denn so ein Fischchen? Das reicht noch nicht mal für ein Fischstäbchen. Gut gemacht. Ja, okay. Ja. Andere Köder, andere Fische. Und jetzt? Bremse und Spannung. Was? Bremse und Spannung? Ach so, da unten mit X und Y. Begib dich zum Steg. Ich bin beim Steg. Mal werfen. Halt, eins. Blup. So, und jetzt kann ich mit X und Y. Hustet, Entschuldigung. Ja. Boah, ist diese Spannung. Ziehen wir so ein bisschen. Ah, da kommt doch einer, oder? Täuscht mich das. Doch, da ist doch was. Oh, das ist mein Köder. Dann ist wieder weggeschwommen. Denkst du so, nee. Zucken wir so ein bisschen. Nee, das ist glaube ich nur unsere Reflexion. Ja, das ist die Reflexion von dem. Ja, da kommt was. Da kommt doch was. Ja, überlegt sich. Machen wir jetzt mit der Zunge so. Tja. Ah, zieh einfach rein, fertig. Kein so ein Gedöns. Was? Leine gerissen? Weil ich hier am Steg verhakt war, oder wie? Aber wir haben noch welche, ne? Ja, wir haben noch welche. Also gut. Okay. Kommt was angeschwommen? Überlegt. Das war eigentlich ein guter. Ja, was war das für ein Riesenfisch, dass die Leine gerissen ist, Leute? So. Das heißt, was sind das Rote? Ist der Fisch zu groß? Ach so, nee. Ach, der ist noch zu angry, glaube ich. Ups. Ja, okay, probieren wir es mal so. Ich glaube, der ist noch.
Ja, aber wie kann ich denn... Kann ich ihn nachlassen? Oder muss ich den Widerstand so weit runterziehen, dass er anfängt... Ah, so, und jetzt? Halt X. Ja, genau, jetzt geht er wieder raus. Kann ich damit müde machen, sozusagen. Ziehen immer rein hier. Oh. Ist das, oder ist die Belastung von der Schnur, oder wie? Warte mal. Mal gucken, dass ich die... Ah! Dass ich die Schnur nicht überlaste. Ach, das ist ja okay. Ah! Er wird auch immer müde, Leute. Hm? Man sieht, wie er dann nachlässt. Ja. Boah, der hat aber Power. Boah. Ja, auf die Weise dauert das ja 150 Millionen Jahre. Ich habe ihn noch dran, ne? Ich meine, dran ist dran. 13 Meter. Wenn ich so ein bisschen bewege, wird er dann müde. Meterchen. Ist es die Tiefe? 3 von 5 Metern oder sowas? Oder? Wahrscheinlich ist es die Tiefe. Tja, ein bisschen links und rechts. Also machen wir es voll professionell sozusagen. Ja. Wow. Wo ist er denn? Yo, wir haben es geschafft. Und dafür haben wir jetzt so... Oh, was? Unsere... Das ist ja praktisch. Die levelt. Unsere Route levelt. okay. Gut. Kann ich irgendwie zoomen oder rechte Maustaste? Muss ich drücken? Nochmal Tab? Nö. Okay. Ich könnte einen Screenshot machen, aber ich will nicht. Kann ich denn nicht? Achso, ich muss ihn immer freilassen. Ich will ihn essen. Ich habe einen halben Kilo oder was sind da? Was ist da sind definitiv 300 Gramm Fleisch dran. Kleines L-Ritzenfilet. Ach, der steckt da hinten. Ha, 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 ha. Mhm. So. Aber nachdem die halbe Stunde voll ist, würde ich mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und mit einem schönen Ausblick auf diese schöne Berglandschaft, würde ich sagen. Leute, macht's gut. Vielleicht bis zur nächsten Folge. Mal gucken, wie gut es ankommt. Und ja, San Francisco.